Yoshi, danke, dass du den Spielzeugtraum beschützt hast. Du hast die schönen Träume der Spielzeugfreunde gerettet. Aber Bowser scheint seine Klauen schon noch einen anderen Traum auszustrecken. Beschützt doch den nächsten Traum, Klärchen. Oh, und es ist der Abenteuertraum. Bitte, Yoshi, beschütze unsere Träume. Im Normalfall ist ja ein Traum, der nicht drankommt beim Story-Modus. Es gibt ja insgesamt fünf verschiedene. Und einer ist dann halt nicht dabei. Welchen wir jetzt noch nicht hatten, ist der Space-Traum. Also dieser Weltall-Traum. Und was gab's denn da noch? Der Süßigkeiten-Traum. Einer von den beiden wird also nicht dabei sein. Es ist soweit, ich werde den Abenteuertraum zerstören und zu meinem eigenen Traum machen. Eine gute Wahl, Bowser. Ah, du bist es ja, Yoshi, aber das ist unsere letzte Begegnung, ich werde dich vermissen. Kurz gesagt, letzte Runde. Endlich ist es soweit. Aber ich werde auf gar keinen Fall selbst kämpfen. Stattdessen eine Vorstellung der frischen und ausgeruhten Mini-Bowser. So ausgeruht können die nicht sein, die haben gerade noch vorhin auf die Schnauze von mir bekommen. Okay. Schöner Auftritt mal wieder. Wie jedes Mal. Ich dachte, er würde sich schon glatt wiederholen. Ha, du würdest dir gerne in Zeitlupe ansehen, Yoshi, nicht wahr? Meine kleinen Lieblinge sind nun mal verspielt und stark. Naja, stark habe ich bis jetzt noch nicht so viel gesehen. Einmal hat mich der Blaue getrollt bisher, aber sonst war eigentlich alles okay. An den Blauen werde ich für alle Zeiten halten. Es fängt mit dem Ereignisfeld an. Was passiert denn? Verliere ich alle Münzen, oder? Ich komme einfach ein Feld zurück. Wow! Wow! Und die haben auch super gewürfelt. Und es kommt schon wieder einer auf sein eigenes Feld. Geht jetzt auch. Der geht auch rüber. Wie jedes Mal in jedem Traum. Kommt mindestens einmal ein Versus-Feld am Anfang. Ich finde, das nimmt die Spannung weg. Und 4 versus 4 kommt er jetzt mit mir hier. Nee, 1 versus 3. 4 versus 4 gibt's gar nicht. Also jeder gegen jeden. Zeit für das Versus-Spiel. Wer verliert halt jeden, der gewinnt auf 5 Münzen. Also auch jetzt könnte es wieder bitter enden, die ganze Geschichte. Geplättet und gerollt. Oh. Ein Spieler steht auf dem Ball und jagt die anderen Spieler. Diese versuchen vor dem Ball zu fliehen. Okay, ich bin logischerweise Einzelspieler. Achtung, deine Flucht kann von einem Monty Morrow behindert werden, wenn du nicht aufpasst. Okay, es gibt also sehr wohl Hindernisse. Ich muss sie einfach plätten. Das sollte ja eigentlich machbar sein. Ja, schaut euch das bitte an. Das waren schon zwei auf einmal. Ja, der weicht ein bisschen. Monty Maulwurf. Ja, der ist ein bisschen klug. 34 Sekunden überlebt er nicht. Nein, wie denn? Okay, er hat sich nicht mehr ausgesehen, danke. Aber er hat mich wieder ein bisschen in die Irre geführt. Respekt, roter Bowser. Aber nicht mit mir. Gut. Herzlichen Glückwunsch. Du bekommst von jedem der Mini-Bowser 5 Münzen. Das macht insgesamt 15. Ist jetzt auch nicht so eine krasse Vorteil, weil, wie gesagt, 20 Münzen sind immer schnell weg. Aber es kommt noch ein zweites Versus-Spiel. Das ist ja gerade das Interessante, weil die beiden aufs Gleiche gekommen sind. Sprich, was ist das Nächste, was kommt? Der Kachelturm wäre eine Möglichkeit und zwei andere, die wir noch nicht kennen. Herrscher des Vulkans. Das würde mich jetzt interessieren. Der Einzelspieler dreht das Flammenrad und erzeugt durch Stampfattacken Lavawellen. Die anderen Spieler weichen aus. Das sieht für die fürs Team relativ gefährlich aus. Ich Stampfattacke und Flamme gegen den Uhrzeigersinn und Flammen im Uhrzeigersinn. Lavawellen sind möglich, wenn der Krater gelb glüht. Okay. Ich werde es eh sehen. Aber wenn ich mir das so ansehe mit den Flammen, das ist ja gar nicht mal so viel. Ne, so viele Chancen haben die gar nicht. Also im Uhrzeigersinn ist das. Ich muss das irgendwie gut timen. Ich drehe gleich weiter. Er ist einfach weitergesprungen. Ja, gut, okay. Aber das ist auch so gemein, wenn man mitten im Sprung natürlich dreht. Da war ich jetzt extrem fies.
Ich hatte die Hoffnung, dass es so schnell wie möglich geht mit der Stampfattacke, dass ich dann gleich direkt weiterdrehen kann. Gut, hat funktioniert. Mittlerweile ist das Handicap schon größer. Gut, wir würfeln eine 9. Und wir kommen jetzt auch auf Versus Feld. Gebt euch das, was wir haben da oben. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, das wird eine kurze Folge, liebe Leute. Also erstmal beide zum Duell und dann noch ein Versus. Achso, ich muss mir einen aussuchen. Ja, okay, gut. Ist auch besser so. Wir nehmen den. Das ist eigentlich eh komplett egal. Aber einen kriegen wir auf jeden Fall down. Sollten wir gewinnen. Nein, Bowser bombt mich Spaß. Ich habe schon so mitgefiebert, dass es nicht kommt. Das heißt, es wird ein Glücksspiel. Also es könnte der Plan doch schief gehen. Vorausgesetzt, wir haben Glück. Ich mache gleich 2 weg. 6. Ich habe jetzt 2 genommen. Jetzt ist nur noch auf einer 4. 1. Bitte. Nein. Ich glaube, ich bin dran. Verdammt. Ich habe mich verknobelt. Boah, ich hatte so die krasse Hoffnung, dass er eventuell drückt, aber nee. Also eigentlich war es eher ein Zugzwang. Ich war mir eigentlich relativ sicher, dass er eine 2 gedrückt hat, aber nee. Darf ich jetzt den zweiten auch noch herausfordern oder nicht? Hm? Nee, es ist ein falsches Minispiel direkt. Okay, das heißt, ich habe jetzt wieder die Chance, ihnen jeweils 5 Münzen abzuziehen. Das finde ich schade, weil hätte ich jetzt gewonnen, dann wären die nur zu zweit und dann hätten die 10 abziehen müssen, wenn ich gewinne. Und ja, dann wär der noch alleine gewesen. Ah, damit habe ich meine Chance leider nicht genutzt. Okay, das Spiel kennen wir schon. Boah, das wäre so eine geile kurze Folge gewesen ansonsten. Weißt du, so 8 Minuten einfach, weil wir es direkt schaffen, den Traum zu befreien. Das wäre echt cool gewesen. So, eins noch vor. Ich kann eh gleich direkt ein paar Mal noch vor. Hier ist egal. Ich bin froh, dass da keine Sackgassen gibt, weil das wäre sonst echt bitter. Nein! Aber zurückgehen darf ich auch nicht. Ja, richtig. Jetzt noch nach vorn. Und nochmal. Gut. Wie gesagt, der Vorteil ist noch nicht elementar. Es kann noch viel passieren. Am liebsten wäre es mir halt, wenn die alle 30 jetzt innerhalb eines Zuges ausschalten würden. Das wäre das Beste. Weißt du, so ein Triple Kill, ohne dass ich was getan habe. So, selbe Situation, die wir schon mal hatten. Die aber fast ins Auge ging. Mal gucken, wie die würfeln. 7, 5 und der oben... Oh, der hat einen Doppelwürfel. Mal die Frage, wo... Okay, der kommt aus Brawl. Der kommt aus Versus-Feld wieder. Das gibt's doch nicht. Wisst ihr, ich hab... Eigentlich sind ja, wie gesagt, 20% Versus-Spieler. Und der Rest ist ja eigentlich, Duelle. Ich glaube, bisher ist das relativ gleich mit den Versus-Matches. Aber es wäre eine gute Chance. Den blauen kann ich jetzt ausschalten, der hat nur 5 Münzen. Okay. Also wenn ich jetzt gewinne, dann habe ich auf jeden Fall den blauen. Kubus der Verdammnis. Das kennen wir auch schon. Anscheinend. Ich muss mir trotzdem mal kurz angucken. Ach, das ist das Spiel, ja. Ich muss als Cube ausweichen gegenüber den anderen. Da muss ich auf jeden Fall jetzt still sein. Das kann schief gehen. Wenn der jetzt rübergegangen wäre, wäre ich schon down gewesen. Okay, ich halte mich mal da oben. Ah! Ausgetrickst.
Okay, habe ich. Der holt mich nicht ein. Ne. Gut. Gesichert. Obwohl die eine... Okay, die eine Situation da oben. Da musste ich kurz überlegen. Also gegen Real-Life-Spieler hätte ich auf jeden Fall verloren. Brauchen wir gar nicht diskutieren. Naja. Hast gut gekämpft, kleiner blauer Bowser. Aber du bist raus. Wäre natürlich cool, wenn ich den jetzt gleich direkt abstauben könnte. Sprich, beide besiegen innerhalb von einem Try. Dann müsste ich jetzt aber, glaube ich, eine 10 würfeln. Und das ist halt schon unwahrscheinlich. Ja, okay, eine 8 geht auch. Der Grüne ist dran. Das könnte ein Rekord werden. Mit 75 Münzen. Wenn es vielleicht nicht sogar mehr werden noch. Tauzi-Lotterie, wäre ungünstig. Achtung, Tornadino. Ich glaube, da haben wir die beste Chancen. Weil das Monster-Labyrinth ist ja in einer gewissen Maße auch Glück. Aber der Rest, das sollte mal klappen. Also ich glaube, ich habe auf jeden Fall das beste Minigame erwischt. So, das werdet ihr jetzt wieder ein bisschen hören. Ja, okay, das haben wir auf jeden Fall. Der schau, wie weit der schon drin ist. Ja, weg. Wünsche einen guten Abend. So. Jetzt ist die Frage, kann ich den anderen jetzt noch einholen? Ist er in der Nähe? Ja, nein. Wir werden es gleich erfahren. Und bei mir läutet gerade das Telefon. Im Hintergrund. Ach, warum denn jetzt? Nee, ist uneinholbar gewesen. Sogar mit einer 10 hätte ich ihn nicht erwischt. Aber er würfelt nur eine 1. Was hat er jetzt? Ein Giftpilz! Das ist eine gute Chance für uns. Jetzt können wir ihn holen. Und er kriegt sogar nochmal minus 3. Das wäre natürlich das Beste, wenn er sich jetzt safe gekillt hätte. Nee, wir haben ihn. Wir haben ihn. Der gehört uns. Also wenn wir es jetzt nicht verkacken, dann haben wir's. Und sonst haben wir doch noch ein kleines Minus. Das wäre auch so eine Challenge mal wert. Willst du so 100 Münzen sammeln? Ist es möglich? Ja, nein. Der Blaseballon. Das ist mit dem Timer, nicht wahr? Ja, ist es. Also jetzt halbwegs gutes Timing-Gefühl haben und ich bin durch. Ich hoffe mal, dass er nicht so viel Glück hat und genau das richtige Timing erwischt. Er ist ein Komm-Gegner, also bitte. Bei 1 circa. Ja, okay, der lässt... Ja, Alter, der springt ja schon 30 Mal früher, okay. Easy! Wirklich, da war noch... Keine Ahnung, wie viel. Da hätte ich noch einen Kaffee dazwischen machen können. In der Zeitspanne. Also, entschieden! Das heißt, der Giftpilz kann ihm eigentlich geschworen bleiben. Weil, naja, bringt ihm ja nichts. Hätte ihm sowieso nichts gebracht. Außer er will unbedingt mit Nachteil würfeln. Verstanden, Pause, aber Yoshi ist stark. Und ihr seid ein erbärmlicher Haufen. Aber das macht nichts. Hä? Du wirst es verstehen, wenn du meinen Wunsch kennen würdest. Du willst es doch wissen, Yoshi. Ich will es ja auch wissen. Ich gebe dir einen Tipp. Pass gut auf, Yoshi. Der Tipp hat etwas mit dir zu tun, Yoshi. Wie aufregend. Bis die Tage, Yoshi. Die nächste Karte kommt, kommst du besser nicht. Aha. Wenn ich jetzt noch öfters meinen Namen davor lese, also Yoshi vorlese, dann kriege ich echt einen Yoshi-Krampf. Dann spreche ich den ganzen Tag auch nochmal Yoshi, Yoshi. Sei es drum, nur A. Ich bin mir voll schnell vorgekommen bei dem Traum. Ja, okay, hat schon seinen Grund. Also Leute, entschieden. Und damit steht nur noch ein einziger Traum aus. Bis dahin. Ciao, ciao.